Na, zu der Zusammenarbeit ist es gekommen, weil wir einfach nicht mehr länger schweigen wollten. Es reicht jetzt damit, dass die Prinzen uns wirklich seit Jahren inhaltlich bestehlen und alle glauben, dass alles nur geklaut von den Prinzen ist. Das ist alles nur geklaut. Aber das ist eigentlich unser Lied und wir sind jetzt stark genug und auch bekannt genug, um nicht mehr länger zu schweigen. Hip-Hop-mäßig umgearbeitet werden könnte und da waren deine Freunde ganz oben auf der Liste. Also es gab keine Alternative und ja, da ich ja die Jungs auch schon von früher kenne, lag das nahe. Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Nicht mehr keiner den Betrug. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Und das weiß ich nur ganz allein. Ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Ist peinlich, dass ich den Text noch nicht kann, ne? Wir sind mit einem Taxi Das war so, wir haben uns in dieses Taxi hineingesetzt. Die Prinzen. Wurden wir eingeladen, dieses Musikvideo zu drehen. Sie luden uns ein, selbst einmal Prinzen zu werden. Ja. Worüber wir uns sehr gefreut haben. Und es ist grandios, denn wir dürfen alle Rollen schlüpfen, die die Prinzen auch schon gespielt haben. Und zwar 1993. Welchen Einfluss haben die Prinzen auf unsere Texte? Also erstmal natürlich einen immensen Einfluss. Und die Prinzen sind ja auch, wie wir merken, ewig jung geblieben. Und in unseren Texten sprechen wir ein junges Publikum an. Das passt also schon mal. Außerdem habe ich mir schon immer gewünscht, ein Teil der Prinzen zu sein, da ich zwei Brüder habe, die Sebastian und Tobias heißen. Aber ein Flo hat immer noch bei den Prinzen gefehlt. Endlich ist es soweit. Oh, klein mit. Den Kleinen ist noch mit. Hallo liebe Prinzen, kennt ihr uns noch? Ja, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Heute lassen wir's raus, heute packen wir aus. Ganz egal, ob es euch passt oder nicht. Auf jeden Fall haben wir ja nicht gewusst, was uns erwarteten, als dann das Demo ankam von deinen Freunden. Und die Wendung, dass wir von ihnen alles geklaut haben. Ich meine, klar, wir hatten natürlich gehofft, dass es nie ans Licht kommt. Aber jetzt nach 30 Jahren ist mir auch alles egal. Also es ist schon okay. Das ist alles nur geklaut. Alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Und das weiß ich nur ganz allein. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Warum haben wir euch jemals vertraut? So, meine Damen und Herren, das war das Making-of von Die Prinzen featuring deine Freunde mit dem Lied Alles nur geklaut. Jetzt wünschen wir eine gute Nacht. Ha 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 ha!